Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch ja zu einem neuen Video. Wir hatten das Unboxing von dem Monster Truck gemacht. Wir haben den Monster Truck mit bei, wir haben die Fernbedienung mit bei, wir haben zwei Akku-Packs mit bei, wir haben ein Ladegerät mit bei, ein Ladegerät nicht wirklich, also Akku auf USB, müsst ihr dann mit einem Wandadapter machen. Dann einmal hier, um Wasser aufzunehmen, damit es hinten rausdampft. Einen kleinen Schraubenzieher, um das aufzuschließen. Der Wasserdampf wird dann praktisch hier oben wird die Öffnung geöffnet. Hier macht man vorher Wasser rein, indem man das in eine Schüssel hält oder so und dann hier rein und dann drückt und dann das Wasser hier reindrückt und dann halt zumacht. So. Jetzt will er gerade nicht so, wie ich wohl will. So. Und dann ist er zu, dann kann auch kein Wasser rauslaufen. Wir haben jetzt hier hinten noch Rollen dran. Hier an der Seite haben wir auch noch Zahnräder. Ist das Deko oder machen die auch was? Na, ich bin mal gespannt. Ich bin mal sehr gespannt. Wir holen den mal hier raus. Dann kratzt das hier nicht die ganze Zeit rum. Gucken uns den erstmal so an, von oben. Ja, also vom Style her finde ich den ganz cool. Hier mit dem Lachen. So. Jetzt drehen wir den mal um. Dann haben wir hier die Achsen, die sind weich gelagert. Ach, das ist eine LED da unten dran, ne? Aha, okay. Hier haben wir dann noch den An- und Ausknopf an der Seite. Da. Und ach, hier ist das Akku-Pack. Hier kommt das Akku-Pack rein. Und hier hinten haben wir auch noch mal irgendwas. Wir werden uns erstmal das Akku-Pack angucken. So, da haben wir praktisch hier den Kabel. Ja, das ist ein bisschen knapp, würde ich sagen, aber mal gucken. Also für dicke Wurstfinger ist das jetzt nicht geeignet. Aber man kriegt es hin und kann den Akku denn hier rein. Oh, das ist aber dick. Ob das so Not tut? So, lass uns mal gucken, wenn wir das jetzt hier rüberschieben. Oh, toll, Kater. Oh, das ist. Also, das halte ich für nicht so gut. Durch die Kabelei, die hier. Ach, so geht's. Durch die Kabelei, um die Akkus zu verbinden, die beiden. So. Aber das ist, also da muss man, da müssen sie beim nächsten Modell definitiv besser drauf achten. Das ist so nicht schön. Wir versuchen es jetzt mal von der Seite, dass der Kabel praktisch unten mit dran ist. Aber dann haben wir auch nichts mehr zum Ziehen. Das ist wohl auch ungünstig. So, der Kabel muss hier auf die Seite, auf die rechte Seite. So, ja, mit ziehen geht's. Mit ziehen geht's. Und es ist schon mehr Platz als beim letzten Modell. Aber der Platz nach oben hin, der ist sehr knapp bemessen. Ja, also wenn wir jetzt hier mit dem Schraubenzieher dann die Kabel und so rausholen. Irgendwann geht die Plaste vom Akku ab. Vielleicht ist es ja auch nur der eine. Also es finden ja, der ist ja noch dicker hier, das Stück. Also das finde ich ist noch nicht so zufriedenstellend gelöst. Aber er ist ja auch nicht so teuer.
Ja, sonst. Also das Fach hier, das muss mindestens 2 mm, mindestens 2 mm dicker sein. Das ist zu dünn. Ja, und jetzt machen wir das hier rein. Ja, hier seht ihr. Muss man dann mal gucken, dass man das hier rüber geschoben kriegt irgendwie. Ne, das ist festgemacht. Ja, mit Druck geht's, aber begeistert bin ich davon nicht jetzt so, muss ich sagen. So. Wenn wir nicht zu doll zumachen. Weil es blinkt auf jeden Fall. Also im Akku ist auf jeden Fall noch Saft. Unten leuchtet er. Hinten leuchtet er. Innen drinne leuchtet er. Sieht man es? Ja. Gut, dann das funktioniert schon. So, dann schrauben wir uns mal. Hier in der Anleitung steht genau das gleiche halt drinne. Denke ich mal. Verbinden. Ja, aber hier sieht der Akku viel dünner aus. Also. Ja. Also, die müssten echt mit ein bisschen mehr Platz rechnen. Wenn sie so eine Akku schon machen, das müsste man doch mal im Werk testen. Und das auf Dauer, wenn man so was mit so Spannung da reinmacht, dass es dann irgendwann hier lose wird, damit muss man doch rechnen. Warum nicht einfach ein paar Millimeter mehr Luft, dass das halt. Der kann ja drin wackeln, ist doch scheißegal. Wo soll er denn hin? Aber so fest. Und hier kommen dann 2 AA-Batterien rein. Damit habe ich nicht gerechnet. Ich habe nämlich nur. Ich habe nämlich nur die die Dreifach-A hier. Moment. So. Ich habe jetzt 2 AA-Batterien. Auch kleiner Tipp von mir, wenn ihr sowas habt, wo hier mit Schraube ist, nie komplett fest anziehen. Macht einfach nur so ein bisschen rein, damit es ein bisschen bündig ist. So, aber nie fest, damit ihr immer noch Möglichkeit habt, die irgendwie rauszuwuchteln. So. Auch die Fernbedienung leuchtet auch. So. Dann nehmen wir mal die Ladesachen. Was so brauchen, alles beiseite. Ich mache mal noch ein bisschen höher und mache mal den Truck an. Oh, das ist cool. So. Okay. Drei Lieder und dann halt aus. So, jetzt haben wir hier oben. Warte mal, ich mach mal so hoch. Aus, blinkend. Langsam blinkend, pulsierend, an, aus. Das bleibt hier die ganze Zeit, da ändert sich gar nichts dran. Und hinten
Und vorwärts fahren tut er. Also ja, ziemlich rasant. Ah, guck mal hier. Der fährt ja nicht so wie der andere Kreis. Oh. Der hebt dann halt die Achse irgendwie. Wartet mal, ich versuche mal euch das zu zeigen irgendwie. So. Ihr müsst jetzt auf die Vorderachse achten. Aber wozu die Taste hier unten ist, würde ich ja nur wissen. Ist die nur, dass der Controller blinkt oder nicht blinkt? Das ist die untere Taste. Das ist die. Ach, das ist die Spray-Taste. Die funktioniert ja jetzt nicht. Wir haben ja kein Wasser drin. Dann würde nämlich hier hinten daraus würde denn der Wasserdampf kommen. Das werden wir dann machen, wenn wir Probefahrt machen. Da werde ich dann ein extra Video machen nochmal. Ja. An sich echt schön. Mit dem Licht gefällt mir. Jetzt mal so mein Vorabfazit. Mein Licht, also mit dem Licht gefällt mir, damit wir, mal so, dass alle drin ist, damit wir einen zusätzlichen Akku haben, ja, nicht normal Batterien, die verschwendet werden und dann halt wieder beladbar haben. Schraubenzieher ist mit bei, Anleitung, ja, ne, ist ja nicht viel. Und dann halt das zum Befüllen. Alles mit bei. Das Einzige, was mir wirklich nicht so gut gefällt, was, ja, ist halt wirklich mit dem Akkufach hier hinten. Ja, da muss mehr Platz sein. Da muss mehr Platz sein oder halt, ja, guck mal, dass ihr das vielleicht so ein bisschen seht, hier so. Hier, seht ihr das? Dass man das halt, bevor man das, das geht ja hier rüber und dann hier lang und hier unten runter durch, dass bevor man das verklebt, dass man den Akku vielleicht noch dreht, damit das hier die Beule nicht ist. Wenn das wirklich alles hier drinne wäre und der vielleicht noch Mühe von der Breite dadurch breiter werden würde, da wäre der Platz. In der Breite ist der Platz, das ist nicht das Problem. Aber nach oben, dieses Mühe macht es schon aus, damit er schwer reingeht und schwer rausgeht. Es ist nicht wirklich nicht viel, aber das ist es, was. Ja, aber mal gucken, beim nächsten Modell, vielleicht verbessern sie das endlich dann mal. Die haben es ja schon mal verbessert, dass es jetzt hinten ist und man da besser rankommt. Vorher muss man das so reinlegen und das so festmachen. Ja, war dann so fest und dann war halt hier nur ein ganz kleiner, dünner Spalt. Da sollte das rein und der Kabel, der von hier unten kam, also praktisch so nochmal rüber. Das war eine Kunst, das darin zu würgen. Aber irgendwann findet man den Trick raus, aber klappt auch nicht immer. Da ist das jetzt hier schon wesentlich besser gelöst. So, dann soll es das für das Hardware-Video auch gewesen sein. Wir werden noch einen Check machen, wenn wir gleich damit fahren werden. Bis dahin, ahoi, sagt euer Odin.